Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei eurem Schulle zum. So, was ich sagen wollte, bevor ich so rüde unterbrochen wurde. Hallo auf meinem Kanal, dankeschön fürs Einschalten zum nächsten Part Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Und ja, heute infiltriere ich mal das Dorf hier und mal schauen, was mich da erwartet. Sagen wir, gucken wir erstmal hier, was haben wir? Tipp, Nacht und Schatten. Die Sicht bei Nacht ist wesentlich schlechter als am Tag, allerdings kann auch der Feind sie nicht so leicht entdecken. Wenn sie sich am Tag in Bereichen mit Schatten verstecken, sind sie ebenfalls schwieriger zu entdecken. Sie können auch Suchscheinwerfer und andere Lampen zerstören, wenn sie nicht zum Beispiel durch ein Metallgitter geschützt sind, um selbst Schatten zu erzeugen und sich durch sie hindurch zu bewegen. Yeah. Okay. So. Alter, das macht aber alles Lärm, wa? Ich meine, auf der Seite hier war noch einer, den ich noch nicht gefunden habe, irgendein Gegner. Aber gut. Wechseln wir. Halt. Handgranate, Magazin, bla bla. Aber wechseln wir erstmal auf die. Betäubungspistole. Ach, jetzt habe ich dich, Keule. So. Der fehlte mir nämlich noch. Komm, schlaf ein. Wie jetzt? Na toll. Oh, da ist noch einer. Was ist das da? Funkgerät? Hiding on horseback allows you to stay out of sight even while on the move. It's effective for avoiding enemy guard posts and long range. Ah, jetzt ist er eingeschlafen. So, komm mal her hier. Oh fuck. Okay, das geht schon mal gut los.
So. Fuck. Oh. So, kann ich damit auch die Scheinwerfer kaputt schießen? Anscheinend nicht. Okay, für die gibt es keinen. Doch, Schalldämpfer, oh, okay. What? Warum? Warum? A parabolic antenna. There could be intel files of some kind in there. Hmm. Oh, Rohdiamanten. Weg.
So. Moment, wo war hier eine... Was wäre mit der Leiter? Hä? Hey? Ah. Ja, da glitzert doch irgendwas. Ah ja. Oh yeah. Kassette erhalten. Okay, das war jetzt nicht optimal, aber gut, ich muss auch erstmal ganz ehrlich wieder reinkommen in das ganze Metal Gear. Hm. So. So you picked up an intel file. Extraction. Now we know where Miller is. Mother base. I'm marking it on your iDroid. The map has been updated. Okay. Eastern Communication Post. Aha. Okay, haben die jetzt irgendwie wieder Verstärkung bekommen oder kann ich jetzt einfach so wieder raus? Okay. Moment, wie war das jetzt mit Pferd rufen? Verdammt, da. Und
das? Ist auch ein kleiner Außenposten oder wie ist das? Für den dritten Sieg, bla bla bla. Schon deutlich schwerer bewacht aus, obwohl drei Soldaten. Hält. Okay, mach fünf draus. Da ist auch noch einer eben, glaube ich. Ja, da bewegt sich nur noch einer. Junge, das dauert aber auch, bis die einschlafen. Bengel, Bengel. Na endlich. Yes. So, Colin, nur noch du und ich. Okay, merke, taktische Ausschaltung nicht für immer. Kassette.
kann ich die Dinger eigentlich benutzen? Ja, geil. Geil. Voll cool, ey. Oh, fuck. Ja, okay, war eine dumme Idee, aber ich wollte es halt mal ausprobieren. So, heil ich von selber, oder wie ist das? Meint so. Ja, Fug. Jo. Wobei, reiten wir doch erstmal nach da. Marker placed. Mhm. Na, reiten wir erstmal nach da. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Ja. Was das heißt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Außer, dass ich irgendwelche Materialien anscheinend gekriegt habe. Hm. Komm, schlaf ein. Mut. That's a type of medicinal plant. Bring it back to base. It's sure to be useful sometime. So, da oben ist keiner drin, okay? Nur die beiden noch? Okay. The portable toilet.
gonna hide inside, watch the enemy doesn't decide to use it. Same goes for hiding downed enemies in it. Komm her. Den hat sie. You have arrived at your destination. Den hat sie zerlegt. So, Treibstoffressourcen. Moment mal, kann ich auch irgendwie... Nee. Klo besackt. Wo kamst du denn her? Pam, Junge. Kommt da jetzt an? If you need to pass the time, go ahead and smoke that cigar of yours. Kam noch gerade irgendein Jeep oder irgendwas an? Sind hier noch welche?
Ah, da ist jetzt noch einer hinzugekommen. Da ist einer. Mal ein bisschen näher, Junge. Laden wir mal nach. Hä? Okay, und dann ab aufs Hotel. Mal kurz kicken. Wo müssen wir jetzt hin? Da oben. Also hier jetzt links. Und dann würde ich sagen, ist der Part hier jetzt wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Na, im nächsten Part, ja mal gucken, werde ich hoffentlich endlich mal da oben in dieser Hauptbasis, whatever, ankommen und vielleicht was über Miller rausfinden. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Schulle.